Ja, ganz typisch um so eine Moorlandschaft drumherum sind halt auch entsprechende Bäume. Hier haben wir es jeweils mit Kiefern zu tun, die eben sehr tolerant gegenüber nicht vorhandenen Nährstoffen sind. Und dass es davon nicht viel gibt, zeigt auch einfach schon das Vorhandensein eines Moorsees. Das ist kein normaler See, in Anführungszeichen, mit Nährstoffversorgung, sondern ein Moorsee ist. Und solche Standorte sind auch immer sehr, 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 sehr sauer. Dementsprechend haben wir hier auch viele Pflanzen, die genau darauf hinweisen, dass es sehr sauer ist. Und allen voran die Heidel- oder Blaubeere. Dass jetzt hier keine Beeren dran sind, sollte niemanden überraschen. Hier rennen genug Touristen rum, dass die garantiert alle weggefuttert sind. Auch unbedingt in so einer Landschaft dazugehört hier ein wenig Heide. Gibt hier eigentlich gar nicht so viel, aber immer mal wieder vereinzelte Büschel. Und man kann hier auch seltene Baumarten finden. Selten im Sinne von natürlich im Walde kommen sie nicht oft vor. Wie zum Beispiel dieses interessante Exemplar hier. Ja, es müsste sich hierbei um die echte Mehlbeere handeln, hoffe ich, zu erkennen an der wirklich ja mehligen Unterseite der Blätter, wenn man das dann so nennen kann. Die sind sehr weich und fühlen sich schon fast flauschig an. Und gerade hier am Stiel, das kann man glaube ich auch in der Zoomstufe gut erkennen, kann man gut sehen, dass da wirklich deutlich Haare dran sind, die man übrigens mit dem Finger auch abstreifen kann und dann so ein kleines Wollknäuel quasi, was hier an meinem Finger klebt, in der Hand hat, sozusagen. Also das ist wirklich was im freien Wald, in der freien Wildbahn, in Anführungszeichen, selten anzutreffen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das jetzt eine typische Pflanze eines Randmoors ist. Das würde ich schnell nochmal nachgucken. Bin halt auch nicht allwissend und schreibe euch das dann gegebenenfalls unten hin. Aber auf jeden Fall interessant. Sorbus aria heißt das Teil auf schlau. Ja, hier nochmal ein ganz paar Impressionen aus dem mich umgebenden Wald. Das hier mit den roten Beeren, das ist übrigens eine Vogelbeere. Alle Welt denkt ja immer, die kann man nicht essen. Kann man schon, die schmecken nur nicht besonders. Wenn man es gekocht, dann geht es wohl angeblich. Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. So das mit dem Pflanzenfuttern, das ist halt nicht so wirklich meins. Aber das ist schon wirklich hier ein sehr schöner, naturnaher Wald. Und dieser vergleichsweise hohe Nadelbaumanteil ist halt eben typisch für den Schwarzwald. Man hat ja den ganzen Schwarzwald im Laufe seiner Geschichte mehrfach fast vollständig kahl geschlagen und mit Nadelholz wieder aufgeforstet. Hier geht's weiter. Ich filme mich ungern beim Gehen, weil dann kriege ich keine Luft, wenn ich daneben noch quatsche. Geht schon ganz gut hoch. Ja, gerade kam ich munter hier hochgestapft, habe dann dieses Geländer gesehen und mich gefragt, oh, wer stellt denn hier ein Geländer in den Wald? Hier gibt es bestimmt was Schönes. Und dem ist so, denn hier befindet sich, das ist jetzt natürlich kameratechnisch etwas schwierig, tada, der Zwei-Seen-Blick. So, und zwar See Nummer 1, hier unten der Herrenwiesersee und See Nummer 2, naja, ob die Bezeichnung See so korrekt ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da hinten könnt ihr hoffentlich erkennen, ansatzweise die Schwarze Bachtalsperre. Die ist ja streng genommen kein See. Ja, und das ist eben hier die Aussicht. Das ist mit den Lichtverhältnissen ganz schwer zu filmen. Ich bitte um Entschuldigung. Hier gibt es eine Bank und da hocke ich mich jetzt hin. Ja, damit wäre jetzt auch ein geeigneter Zeitpunkt für eine kleine Märchenstunde. Und zwar, der Herrenwieser See, das ist ja so, dass das nicht einfach nur irgend so ein See ist, sondern in dem leben, wie in fast jedem Schwarzwaldtümpel, irgendwelche, nennen wir sie mal Seejungfrauen. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie die im Herrenwieser See wohnen, exakt heißen. Die haben irgendeinen speziellen Namen. Ich schreibe ihn euch mal unten hin, wenn ich dran denke. Jedenfalls war das so, dass die dazu geneigt haben, runter nach Herrenwies, also das ist quasi der nächste Ort, der liegt ganz nah an der Schwarzbachtalsperre,
Die Einwohner von Schwarzenbach, deshalb heißt die Talsperre übrigens so, sind nämlich auch nach Herrenwies umgesiedelt worden, als die Schwarzenbach-Talsperre angelegt wurde. Denn da, wo jetzt der See ist, war früher ein Dorf bzw. ein paar Höfe. Und ja, das nur am Rande, das hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, die ich gerade erzählen möchte. Die handelt nämlich eben von diesen Seejungfrauen, die im Herrenwieser See gehaust haben. Denen war abends generell im Winter langweilig und deshalb sind sie runter nach Herrenwies in die, ich vermute mal, Webstube gesessen und haben da auch mitgeholfen beim Weben und insgesamt halt eben so nützliche Dienste für das Dorf quasi erbracht, so wie andere Frauen in Anführungszeichen auch, haben sie im Winter mitgeholfen bei den anfallenden Arbeiten. Die waren sehr beliebt, weil sie auch entsprechend optisch was hergemacht haben sollen. Und allerdings hatte die Sache den Haken, dass sie dann immer abends, damit sie auch rechtzeitig zurück zum See kommen, von der Dorfjugend, also den jungen Männern, zum See eskortiert werden mussten, damit ihnen auch nichts passiert. Und eines Tages hat sich dann da mal ein kleiner Unfall ereignet, dass, ich glaube, drei von diesen Damen gab es. Zwei waren schon da mit ihrem jeweiligen Begleiter und die dritte hatte sich mit ihrem Begleiter noch verspätet. Und die haben schon angefangen, große Angst zu bekommen, dass sie quasi zu spät zurück im See sind. Wir kommen dann beim Mummelsee übrigens noch dazu, warum das katastrophale Folgen haben kann, wenn man zu spät zurück in seinem See ist, wenn man so eine Gestalt ist. Jedenfalls hatten die sich schon wahnsinnig große Sorgen gemacht und dann ist so quasi in letzter Minute vor Mitternacht, weil Mitternacht müssten sie wieder zurück sein, der dritte Jüngling mit der dritten Seebewohnerin aufgekreuzt. Und die Freude war dann so gewaltig unter den zwei anderen und natürlich auch bei der dritten, dass sie ihm zu Dank ein Bündel Stroh gegeben haben. Ein sehr großes Bündel, was er dann heimtragen sollte. Das hat er dann auch ein Stückchen geschleppt, aber hat dann festgestellt, dass das doch eigentlich bescheuert ist, warum er bitte schön ein Bündel Stroh durch die Gegend schleppt und hat es halt irgendwo unterwegs in den Wald geworfen. So, als er dann zurück in Herrenwies war, hat er festgestellt, dass sich ein Strohhalm in seinem Mantel verfangen hatte. Und dieser Strohhalm, der war aus purem Gold. Ja, dann war er entsprechend nicht mehr so amused, dass er seinen Strohballen hat in den Wald fallen lassen. Yo, geht also gut aus, die Geschichte. Die Geschichte zum Mummelsee, an dem wir hoffentlich morgen vorbeikommen, wenn nicht wieder irgendwelche Kühlschränke kaputt sind. Die geht nicht ganz so gut aus. Das nur mal so als kleinen Spoiler. Und jetzt habe ich Pause gemacht, trinke noch einen Schluck und gehe dann weiter. Soeben habe ich die 1000-Meter-Marke überschritten. Also Höhenmeter natürlich, nicht die ersten 1000 Meter Westweg. Das wäre ja langweilig. Das bedeutet, jetzt bin ich erstmal oben. Denn dieser Buckel, auf den ich gerade gestiegen bin, der ist nämlich, glaube ich, bloß 1000 Meter hoch. Und infolgedessen, wie ihr sehen könnt, geht es hier einigermaßen flach zu. Dass jetzt hier überall so niedrige Bäume stehen, liegt allerdings nicht daran, dass wir schon die Baumgrenze erreicht hätten. Könnte man ja auch vermuten, dass es also hier nicht mehr viel geht, was das Baumwachstum anbelangt. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern das sind natürlich auch wieder Spätschäden vom Lodder, der den Schwarzwald so schön platt gemacht hat. Wenn jetzt dieser blöde Hubschrauber oder was immer das ist, nicht bald verschwindet, dann hole ich meine mobile Flak raus. Habe ich dabei, oben im Deckelfach vom Rucksack ist sie drin. Oh, aus aktuellem Anlass ein wenig Bärenkunde. Das rote hier, das sind Preiselbeeren, die ersten, die ich dieses Jahr entdecke. Und nebendran das blaue da, das sind logischerweise, hat es hier überall, Blaubeeren. Ja, schön. Ja, das ist schön, die ersten Preiselbeerchen. Die sind auch meistens relativ schnell weggepflückt, weil sind, ja, keine Ahnung, sind halt beliebt auf jeden Fall. Man kann übrigens die beiden Beerenarten auch ganz leicht an den Blättern unterscheiden. Also zumindest so grob, dass es sich ungefähr um eine Preiselbeere handelt. Seht ihr daran, dass diese Blätter, die jetzt direkt sich unter der Beere befinden, ich versuche das mal mit dem Finger,
Ja, machen wir das mal noch einfacher. So kann man es, glaube ich, am leichtesten sehen. Also ihr könnt sehen, dass dieses Preiselbeerblatt insgesamt relativ dick ist und es hat halt hier oben so eine glänzende, wachsartige Schicht. Die fühlt sich auch wachsartig an. Das nennt sich Cuticula übrigens, diese Wachsschicht. Und das ist eigentlich auch schon ein sehr gutes Bestimmungsmerkmal für die Preiselbeere. Außerdem ist die Preiselbeere immer grün, die hat also auch im Winter Blätter. Deswegen hat sie ja auch so ein vergleichsweise stabiles Blatt mit eben so einer dicken Wachsschicht, damit sie damit den Winter überstehen kann. Das kann die Heidelbeere nicht. Die ist wechselgrün und sieht aktuell so aus von den Blättern. Also wenn ihr irgendwelche Blattverfärbungen feststellt, habt ihr es schon mal auf jeden Fall mit der Heidelbeere und nicht mit der Preiselbeere zu tun. Insgesamt sind die Blätter auch viel weicher, fühlen sich weicher an und haben halt auch nicht eben diese Wachsschicht. Ja, ich denke, das soll es fürs Erste gewesen sein mit Bestimmungsmerkmalen. Ich komme ja bestimmt noch ein paar Mal an den Teilen vorbei und zeige es euch dann vielleicht irgendwo andermal nochmal. Noch mal ein bisschen anders, ja. Ja, und da sind wir auch damit endgültig im Nationalpark angekommen. Das Ding ist zweigeteilt. Es gibt einmal eine Abteilung um den Hochkopf, beziehungsweise Hohen Ochsenkopf. Das müsste, glaube ich, jetzt hier sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ein recht vergleichsweise kleines Stück und es gibt noch ein erheblich größeres Teilstück, in das ich dann morgen reinlatsche. Aber fürs Erste heißt das, hier auf dem Weg bleiben. Beziehungsweise, das ist jetzt so ein bisschen diffizil, weil Wegegebot herrscht meines Wissens bloß in der Kernzone des Nationalparks. Und momentan habe ich gerade keine Option, irgendwie festzustellen, ob ich mich jetzt nun in der Kernzone befinde oder nicht. Gehe also davon aus, dass hier noch kein Wegegebot herrscht. Was man allerdings nirgendwo im Nationalpark darf, ist irgendwo im Gebüsch nächtigen und schon gar nicht Feuer machen, selbstverständlich. Das mit dem Wegegebot ist ja auch was ganz, 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 ganz viel Streit verursacht hat bei den Plänen zur Gründung des Nationalparks. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommen habt. Das war ja alles sehr, sehr, sehr umstritten. Dazu kann ich auch noch ganz viel erzählen. Ich war da so ein ganz kleines bisschen, wirklich nur ein ganz kleines bisschen, aber ein bisschen schon mit auch involviert. Und dementsprechend habe ich schon ein bisschen Ahnung. Aber das muss nicht jetzt sein. Ich wollte euch jetzt nur mal gesagt haben, dass hier bereits die ersten Nationalparkflächen beginnen. Im Übrigen stelle ich fest, es wäre gar nicht so doof gewesen, wenn ich meine schwereren Stiefel angezogen hätte, weil der Weg hier teilweise doch wirklich sehr steinig ist. Also, naja, hinterher ist man immer schlauer. Ich komme aber auch mit denen ganz gut durch. Mit entsprechender Trittsicherheit geht das. Komfortabler wäre es allerdings mit den schweren Stiefeln. Das hier ist der Badener Höheturm. Auf den gehe ich natürlich wieder nicht hoch. Aber schon toll, da muss man sicher eine super Aussicht haben. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Mittagspause gemacht. Wobei ich heute nicht wirklich eine Mittagspause mache, weil ich erst um 11 losgelaufen bin. Demzufolge, Mittagspause ist der falsche Begriff. Aber jedenfalls ein kleines Päuschen. Wir haben jetzt gleich 3:30 und in 3,5 Stunden sollte ich es auch noch rüber zur Hornisgrinde schaffen. Also demzufolge alles nach Plan. Weiter geht's.